Heyho und herzlich willkommen hier bei Forest im Regen, heute Voll. Mal zu dritt. Also sprich Shihiro, meine Wenigkeit und Dorfbewohner. Er heißt Uwe. Uwe Blute? Uwe. Ja, Uwe. Blute. Solange er nicht Günther heißt. Ach, hier kommen wir dann raus. Interessant. Da sind Muschikläuse. Soll ich jetzt mal ausprobieren, die in die Luft zu sprengen? Der eine ist Muschiklaus, der andere ist aber, ich weiß gar nicht, wie der andere hieß. Ich weiß aber, der hatte, glaube ich, einen anderen Namen. Toll, ich habe keine Pfeile mehr. Oh. Ja. Ich hab auch nichts mehr zu essen. Fällt mir gerade mal auf. Da hinten ist auch noch ein Dorf. Der hat 3 Sprengsätze überlebt, der Typ. Muschi Klaus? Ja. Hey, Mr. Muschi. Uah! Alter. Uncool von dir. Echt uncool von dir. Echt uncool von dir. Wie lange dauert es denn, bis man den tot hat, weißt du das? Echt uncool von dir. hi. Uncool. Der ist unfair, weil der multiseitenmäßig angreifen kann. Wir haben ihn erledigt. Ja. Oder? Ja, er greift doch nicht mehr an. Wir haben ihn erledigt. Da kippt er. Aber... Dein Kopf bewegt sich noch. Nö, bei mir liegt er am Boden. Ja, bei mir auch. Ja. Yeah. Bei mir steht da nichts. Der liegt hier. Bei mir liegt er hier. Bei mir liegt er exakt hier am Felsen. Ich krieg ihn doch nicht weg. Genau da liegt er bei mir. Was jetzt bewegt sich sein Kopf nicht mehr. Aber es muss doch irgendwas geben, wenn man den fetten Muschiklaus umbringt. Ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht noch einen fetteren gibt oder so. Weiß ich halt nicht. Da ist noch der mit den ganz vielen Armen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass es Aufnahmen gab von anderen Leuten, die haben da Dings. Hast noch irgendwas zu essen? Kommt der Dicke gerade an. Ja, der ist bei mir da ganz hinten. Oh, danke. Jetzt kommt da aber Hallo an. Oh mein Gott, ist der schnell. Moin! Oh Gott, Alter! Ja, da musst du aufpassen. Alter, ich sterb gleich. Okay, wir rennen weg, oder? Ja, weg. Oh mein Gott, der kommt hinterher. Ja. Deswegen laufe ich leicht zickzack. Nicht, dass der uns bis in die Basis folgt, ne? Ich laufe in die Basis. Ja, ich auch, aber nicht, dass der uns bis dahin folgt. Oh, ich habe Chicory gefunden, geil. Ich bin fast tot, das ist das Problem. Ja, ich kann Medizin machen, glaube ich. Ich habe hier ganz viel Chicory. Ich sehe und höre ihn nicht. Ich auch nicht.
Doch mal, er hat von uns abgelassen. Ja, wenn nicht, würde ich rein zur Vorsicht vor der Basis mal ein paar Lagerfeuer aufstellen und dann können wir da im Da Zickzack drüben bist du. rumlaufen. Ja, genau. Im Zickzack dann ums Lagerfeuer laufen, damit der immer verbrannt wird, weißt Den aber du? Ich auch kann keinen nicht. Alkohol mehr machen. Oh. Ich hab nichts am Alkohol hier. Gut. Kann Alkohol noch aufnehmen. Aber nicht mehr. Was braucht man nochmal für die brennenden Pfeile? Pfeile. Ja. Doch von Alkohol, glaube ich. Stoff und Alkohol, okay. Ach man, jetzt treffe ich noch nicht mal Stein mehr. Geh mal kurz in Basis. Mir hier draußen ein bisschen zu heikel. Warum nur? Naja, ein Drittel des Lebens noch. Ja, das hatte ich auch. Muss mal Tree Sap hier sammeln. Aber es ist schon mal schön, dass wir hier wenigstens hier Immer noch nicht. eine kleine Basis wenigstens haben. Ja, immerhin. Er hat mir auch komplett die Rüstung weggehauen, weißt du? Boah, krass. Nee, steh mal auf hier, Alter. Warte mal. Ich habe noch Medikamente bei mir. Eine. Ein Medikamente konnte ich noch machen. Alle Medikamente. Warte mal, was war das jetzt alles, was man brauchte für Dings? Die Sprengstoffgeschichte. Eine Leiterplatte, Alkohol, eine Uhr und Münzen. Also, eine Leiterplatte, eine Uhr, Münzen und Alkohol. Zack. Zack. Leiterplatte, Münzen, Uhr, Alkohol. Zack, zack. Leiterplatte, Münzen, Uhr, Alkohol, zack, zack. Gleich mal so viel wie ich hinkriege machen, ne? Die Büsche hinten sind auch weg. Ich glaube, die verwesen, also die sind irgendwann fertig, so, weißt Ja, so, jetzt kann ich keine mehr machen, aber ich kann hier zack. schon mal auffüllen. Guck mal. Ich würde sonst mal anfangen, noch ein paar weitere Bäume zu fällen hier. Stell uns mal ein paar bisschen Alkohol ins Regal. Ja. Bisschen Alkohol. Ja, drei Flaschen. Darum möchte ich da hinten mal das, was wir da Richtung Meer bauen, weil dann können wir da einfach ganz viele. Ah, Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Also langsam glaube ich, bin so kleiner Pyromane. Und Läufst, stelle ich ins Feuer. nebenbei auch noch so ein bisschen Suizid, aber okay. Jolo. Kann aber natürlich auch sein, dass das die Büsche verrotten. So, ich werde mal ein bisschen mehr Verteidigungsanlagen bauen, oder? Das ist ein guter Plan. Wenn ich es überlege, wenn der Fette wirklich mal vorbeikommt. Du bist die Person, die da gerade holzt, oder? Ja. Nicht, dass da plötzlich so, ach ja, da kommt noch mal so ein paar Muschikläuse, so, weißt du? Weil wir einen umgebracht haben, kommen jetzt die 30 von der Insel hierher. So, warte mal.
lasse ein bisschen Platz dazwischen zwar, aber ich baue mal noch ein paar von diesen Bodenpfeilen. Also Wand. Mauern. Möwe! Was? Möwe. Ach, Möwe. Damit. Weg damit. So. Ah, mein Ninja Turtle hier. Ninja Turtle Training. Muss ich auch mal hier ein bisschen an unserer Mauer rumwerkeln. Ja, ich schau mal, dass ich hier hinten ein bisschen was repariert kriege. Das wäre ein guter Plan. Irgendwie. Das war nur das Reh, ich habe mich schon gewundert, was da so angaloppiert kommt. Mein ah, Herz. Fünfmal Muschiklaus. Der Fette steht hier am Fluss. Der kommt gerade vorbei. Ich baue mal schnell ein Feuer, ja? Ach. Hast du Steine? Hast du Steine? Komm mal her hier. Ich habe keine Steine. Weil dann würde ich den hier ins Feuer immer reinlocken, weißt du? Und vielleicht mehrere Feuer bauen. Kriegst du den abgelenkt, dann kümmere ich mich um die Feuerstellen hier. Noch ist er ja nicht auf uns aufmerksam geworden. Ja, das dauert nicht lange, das kann ich dir jetzt schon sagen. So wie der da hinten am Dancen ist. Freut er sich, dass er uns gefunden hat, macht seine Party und dann war's das mit uns. Nee, scheint er gerade da auf der Stelle zu bleiben. Bei Sticks. So, dann. Vorsicht, der kommt in Richtung Wald. Warum brennt das? Also geht Richtung großen, fetten Baumstamm. Ach, da ist er. Sonst würde ich hier an beiden Stellen, bisschen weiter weg von unserer Basis da, dass wir hier immer die, also wenn wirklich so Fette ankommen, dass wir die hier immer so im Dreieck an solchen Dingern entlang führen können. Ich muss gerade mal ein, zwei Baumstämme klauen. Ja, ist kein Problem. Naja, vier, um genau zu sein. Der verpisst sich aber anscheinend wieder. Ich überlege, ob wir den nicht trotzdem anlocken, weißt du? Damit wir den tot haben, nicht, dass der überraschend kommt. Kommen immer, es gibt mehr als einen davon. Naja. So. Sieht doch, ist doch gut aufgebaut, oder? Ja. Wir können in der Mitte da durchrennen. Wer ist da hinten, der Typ? Ja, da ganz hinten. Ich würde so lachen, wenn der Stein jetzt treffen würde. Ich er kommt nämlich hier galoppiert. Im nächsten? Er kommt auf uns. Ja, jetzt steht er da. Vorsicht. Ich lock ihn in die Feuer. Oder zu mir. Ich hab doch die Stachelwand hier noch. Komm. Schön in die Feuer gelockt. Nur Feuerpfeile?
Er hat die Falle abgekriegt. Aha. Er ist tot. Nice. Ja, die Falle ist halt King im Ring, ne? Meine Fallen sind immer... Man kann den auch nicht aufheben oder so, ne? Nee. Hättest du ihm überhaupt irgendwas ab? Nee, anscheinend nicht. Komm. Kann irgendwie die Falle nicht wieder aufstellen. Das sieht so aus, ey. Ach, mir fehlt auch ein Stick, wird mir gerade erst angezeigt. Ja, ein Stick braucht man, um die Falle wieder zu reaktivieren. Nehme ich doch mal zwei Baumstämmchen mit. Nö. Man sieht zwar Blut spritzen und so. Aber der bleibt da einfach liegen, der Penner, ne? Bleibt da einfach liegen. Vorhin schön auch dieses... dieser Totenkopf, der hier einfach mal in der Luft schwebt jetzt. Mhm. Oh, das war wohl nicht mehr ganz so gut. Naja. Jetzt kuschelt er da mit dem Stein. Warte mal. Klopf, klopf. Herein. Hier. Ich hab schon mal angefangen. falsch rum. Machen wir doch noch mal ein bisschen Feuer hier rundherum. So. Ja. Unser Lager schön hell wird. Ich chill ein bisschen auf der Bank. Wacht es mal. Wenn eine Turtle auf mich so zugekrochen kommt. Ich setz mich dazu. Guck mal da. Und? Du bist halt der Turtle-Anführer. Ist ja fast wie im Strandurlaub hier. Wenn wir nicht Überlebende eines Fluges wären, wäre das cool. Guck mal, hier bei mir ist sie stehen geblieben. Ja, die kommt da ja auch nicht durch. Ja, die will sich eigentlich auch hier hinsetzen, weißt du? Ja. Ich habe eine Idee, wir können so ein fettes Effigy hier aufbauen zwischen den Lagerfeuern, damit die gewarnt sind. Fettes was? Effigy heißen die, also Totems hießen die, also... So. Ja. Regentotem, großes Totem, kleines Totem. Aber die, Wandfalle, die... Geil, ne? Ja. Vor allen Dingen, der hat die ausgelöst, ist aber noch nicht mal so richtig kaputt gegangen. Sondern die ist nur ausgelöst worden. Mhm. Ich hab hier so weiter rechts baue ich noch eins hin. So eine fette Dornwand. So, hier. So. Ich würde hier mal mehr Baumstammlager vielleicht hinpacken. So ist doch schön. Meine Idee wäre, ob wir vielleicht irgendwann mal einen Farmstream machen, wo wir dann schön Sachen also auf Vorrat. Könnte man machen. Also
Bei mir ist das halt immer so die Sache, sonntags wäre es halt möglich, einen Ja. Stream zu machen. Unter der Woche wäre halt schwierig wegen Arbeit, weißt Ist bei mir jetzt auch nicht unbedingt anders. Deswegen müsste man mal schauen. Oh. Sind auch schon fast voll wieder. Die ganzen Wasserspender hier. Es wäre gut, wenn wir mal mehrere Oh, ich finde was zu essen. Bin gerade also am Brutzeln. Hasen erlegen. Mit Hasen kriegt man nur für Beeren, ne? Da brauchen wir mehrere Rehe, dass wir mehrere Schläuche mit Wasser füllen können, damit wir uns die mal auf Vorrat hinlegen, weißt Du bist gerade weit, ne? du? Ja. Oh, das war laut, ey. Hast du was gehört heute wieder? Ja, das hat aber richtig geschrien hier, ey. Dann könnte man ja hier zwischen Kurzfalle, nee. Hasenfalle, Blätterfalle, Dingsfalle. Eventuell noch so zwischenhauen. Sagt so, okay. Heißen noch sicherheitshalber hier so ein sowas Juhu. hin. Schildkröten. Was hältst du davon nebenbei? Das ist auch nicht schlecht. Und nein. Sagt hier so zwischen den ganzen Gedönsen noch so eine kleine Dingswand. Wir können uns ja hier so leicht drüber retten, weißt du? Ja, wir probieren erstmal aus, ob wir nicht selber von dem Ding hier Schaden nehmen. Steh drin und passiert nichts. Ja, toll. Hier siehst du. Ich komme hier nicht durch. Kommst da nicht durch? Aber man kann drüber springen. Das ist Warte, praktisch. du kannst hier über einen Stein springen. Zack. Und hier kannst du dann halt. Hier kann man auch so rüberspringen. Das ist gut. Man immer noch außenrum Wasser, weißt du? Wichtig ist mir jetzt nur, dass wir hier erstmal eine Verteidigungslinie aufbauen. Na, das wäre schon geil. So. So, da auch noch mal einer. Ich glaube, wenn wir unsere richtige Festung hier haben, dann brauchen wir auch nicht mehr so Angst vor den Viechern zu haben. Dann bauen wir einen noch ein Stückchen weiter vorne hin. Dann Ja. passt. Was bist du am Holen? Ich hole noch ein paar mit dem Einkaufswagen ein paar Baumstämme. Ach, du hast beide da hinten stehen. Ja, hier steht auch der andere noch irgendwo. Der andere irgendwo hier hinten, direkt hinter deinem. Du Baumstämme holst, Ach, hole ich da. noch ein paar Sticks. Das ist ein guter Plan. Sticks brauchen wir auch noch ganz viele. Wenn es Tag ist, würde ich noch ein paar weitere Bäume fällen. Braucht der hier, braucht der das auch? Ja. Wir sind hier bestens ausgerüstet, ey. Braucht der noch?
Braucht er nur noch Stickies hier. Deine Aufstellfall-Dings. Ja, aber trotzdem mal aufpassen, nicht, dass ich plötzlich hier überrascht werde, ne? Wollen wir vielleicht erstmal schlafen gehen? Ah, diese scheiß Rehe. Voll Schiss gerade bekommen gehabt. Ich gerade voll das Geräusch gehört und dann denk mir so, scheiße, da kommt ein Viech. Weißt du? Und dann Rehe. Wenn nicht sogar, wenn da ein Viech kommt. So. Kommst du zum Schlafen her? Ich finde, unsere Basis hier, die kann sich echt sehen lassen, so langsam. Warte. Gleich. Sofort da. So, da bin ich schon. Z. Na komm, Z. Ja, ich bin dabei. Nein. Doch. Zu früh losgelassen. Mit dem Z, deswegen meine ich das. Ich höre irgendwas schreien. So, ich möchte hier aber ganz gerne Alkohol hinpacken. Ja, ich hab da auch meinen Alkohol. Falls wir nämlich gerade mal spontan Alkohol brauchen. Und ich pack mal zwei Medizin ins Regal. Halt mal kurz Ausschau. Noch nicht zu sehen. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Die Welt ist friedlich noch. So. Voilà. Machen wir hier noch ein Baumstämmchen und dann muss ich, glaube ich, wieder neue Bäume fällen. Dann mache ich hier mal restliches Steinchen da, Stückchen da rein. Leute, jetzt ist einfach despawned. Steinchen. Was? So. Ja, wir sind sowieso gleich am Ende. Ja. Deswegen renne ich eigentlich nur schnell mal, um noch ein paar Steinchen aufzusammeln, dann für die Lagerfeuer reinschmeißen kann. Ja, ich bin ja nebenbei schon mal ganz dreist am Bäume fällen. Wenn man schon mal dabei ist. Baumharz gesammelt. Unser Top müsste auch eigentlich mal, ne? Gehen mal gucken, was unser Top sagt. Stimmt, der müsste langsam mal übergelaufen sein. Also der Baum hier hinten nicht, ne? Wo der Top dran hängt. Ja, man sieht das ja auch unschwer, dass da ein Topf dran hängt. 30 Baumharz gesammelt. Ja, cool. Baumfeld. Echt, wie kommst du da drauf? Baummüde. Baummüde, Baum muss schlafen. Krach. Da irgendwas hin. So. Der Sturm des Jahrhunderts. Hier pflanze ich mal neu an. Du hast hier doch noch Steine. Gott. Ich dachte mir gerade schon so, oh ja, muss ich noch Steine sammeln. Ne, wir haben noch ganz viele Steine im Lager. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Baum fällt. Wird Zeit, dass die Bäume hier mal wieder nachwachsen, ey. Minimal. Hier hinten fehlen noch Sticks bei den Lagerfeuern und bei den Baumstammhaltern. Ja. Wolltest du nicht eh ein paar Sticks sammeln? Ja,
Ich habe auch schon ein paar wieder dran gebaut, nur nicht Dings. Alle, sage ich jetzt mal. Ja. Weil ich ein paar auch für unsere Verteidigungslinien brauchte. Ja, das ist erstmal wichtiger mit der Verteidigung. Das finde ich nebenbei ja auch bei meinem Guild Wars Let's Play ganz nice. Bei Guild Wars 2 hast du ja auch diese ganzen Entscheidungen. Gehst du mehr auf Angriff oder mehr auf Verteidigung, weißt Ja. du? Und dann bin ich auch momentan immer so schön Verteidigung, Hinterhalt, sowas. So, dann kommst mal zurück, weil Ich will das Reh hier noch erledigen. Es ich ist kann weg. ja schon mal. Du kannst ja schon mal beenden. Dann würde ich sagen, war's das nämlich für diese Folge. Ja. Kann man irgendwie nebenbei die Axt ablegen? Mit G oder so, glaube ich. Oder R? Nee, mit R? Irgendwie sowas. Dass du sie nicht mehr in der Hand hast, geht auf jeden Fall. G. G. So, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge und diese Woche, wenn ich jetzt richtig im Genau. Sinne habe. Ja. Schaut auch mal bei Just Her Gameplay von Chihiro vorbei. Und natürlich auch bei meinen anderen Projekten. Schleichwerbung. Bus. Und dann würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Livers und Tschüss, ciao und hey ho, eure Chihiro.